Willkommen zurück zu Digimon World 2. Wir haben 4 neue Dungeons, jede Menge zu tun, und es geht los in die Dioden-Domain, wo wir schon mal kurz rein waren, um sie anzuspielen. Dann wurde sofort unser Kartenradar beschädigt und wir sind sofort wieder rausgegangen. Ja, lief gut. Ach du Schande, was ist das denn? Hat jemand Devimons bestellt? Jesus Christ. Ja, alle Gänge sind blockiert. Bis auf einer, also nehmen wir wohl diesen Eingang, der uns allerdings durch 2 Devimon-Truppen führt. Ogumon, Devimon, Nanimon. Okay, then. Du gehst auf die Silverclaw, du gehst auf den Fireblast und du gehst auf den Elektroschocker. She's on arms! Dieses Nanimon hier hält nicht viel aus, von daher ist es unser erstes Opfer. Fireblast! Ogumon darf uns einmal in kontern, schätze ich. Sind wir so nett zu ihm und lassen ihn seinen Pummelwhack gegen uns benutzen. Das ist ja sowieso keine sonderlich spannende Technik. Macht 15 Schaden, selbst wenn er kontert. Traurig. Und dann interrupten wir Devimon mit seinem MP-degenerierenden Angriff. Oh, jetzt ist es daneben gegangen. Das ist ja traurig für ihn. Okay, also Silverclawen wir ihn und dann Silverclawen wir nochmal und dann Elektroschockern wir Ogumon. Caesar Arms. 76. Und außerdem mehr Caesar Arms. Ich kann gar nicht erwarten, wieder unsere großen Oku-Wagamon-Moves zu haben und einfach allen Gegnern die Verteidigung zu dezimieren. Mega Crusher oder sowas in der Richtung. Ja, er macht sowieso schon keinen Schaden, jetzt macht er noch weniger als keinen Schaden. Unter 10! Ah, tatsächlich noch 14, als ich erwartet habe. Na gut. Silverclaw. Silverclaw. Und sicherheitshalber eine Fist of Fate. Man knows ya never. Jo, 40. Oh nein, der Counter mit einem 15 Schaden Pummelwag. Überraschend. Heavens Knuckle. Jetzt hat er auch wieder zur Verteidigung. 44. Bleib einfach direkt liegen, wäre einfacher für alle. Dankeschön. Win! Das ist gut. Noch 2 Encounter bis zum Level Up. Da ist die nächste Devimon-Truppe, die Hallo sagt. Ja, unsere Champions brauchen noch die extra Level so ein bisschen, also. Schätze ich, lassen wir uns das nicht entgieren. Und machen das gleiche einfach nochmal. Das lief beim letzten Mal ja relativ okay. Ja, aber dieses Mal ist er zuerst dran. Das vernichtet natürlich die Reihenfolge der Angriffe. Schauen wir mal, ob Nanimon trotzdem umkippt oder ob er dann stehen bleibt bei der Reihenfolge. Counter-Attack! Pummelwag! 15! Meine Güte! Armer Delfin! Muss aber auch leiden hier. Silver Arm. 77 und Nanimon ist nicht besiegt danach. Hm. Ich hab's befürchtet, wenn es so rum passiert. Ist interrupted, wie sich das gehört. Deathclaw. 11. Oh nein, unsere MP. Und jetzt darf er noch mit Kacke werfen. Okay, dann machen wir Silverclaw auf dich und du Fireblastest und du Fist of Fatest dann auf Ogumon, weil es ihn dann sowieso schon gecountert hat. Oh,
67. Okay, das kommt tatsächlich raus, bevor er gecountert hat, wie ich sehe. Dann kriegt unser Vogel halt einen Counter ab. Hauke! Ja, unser Vogel hat gar nicht so viel Verteidigung. Der nimmt ordentlich was. Naja, Fireblast. 30, 45, 52. Ah, minus 2. Silverclaw, Silverclaw. Fist of Fate Claw. Und gute Bei. Ich würde ja normalerweise sagen, wir müssen mit den MP aufpassen, aber die Level-Ups sind so nah von den beiden Champions. Das sollte kein Problem werden. Naja, da ist auch schon der Level-Up. Von daher sind sie schon wieder voll geheilt. Dachte, der Encounter gegen die Devilmons gibt minimal weniger Erfahrung, aber offensichtlich nicht. Schauen wir uns doch einfach weiter vorsichtig hier um. Viele, viele Gänge. Kein Teleporter in Sichtweite. Aber wir haben auch den Raum nicht komplett sehen dürfen. Vagamons. Muss jetzt gerade nicht sein. Haben wir echt unglaublich viele Hindernisse. Also, Vierer-Missiles wären schon nicht schlecht zu haben. Devimons. Große Stockwerke jetzt. Unseren Digi-Beetle ein paar Mal abzugraden, da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Nächster Seitenarm, da oben waren wir schon. Hier geht's auch noch lang, da links ist eine Sackgasse, da ist der Teleporter. Schnappen wir uns unterwegs auf jeden Fall die Kiste da vorne. Flymon, Kuwagamon, Platin, Sukamon. Okidoki. Dann erledigen wir Kuwagamon. Und du gehst auf die Beast King Fist. Caesar Arm. 52. Meine, das Viech krepiert auch so. Braunstinger auf Akatorimon. Oh, wir dürfen mal unsere Löwenfaust benutzen. Das ist ja Counter-Attack. Beast King Fist. Kaplau. Oh, nur 25 Schaden. Ich habe mir den Schaden irgendwie größer vorgestellt. Als wir die mal abgekriegt haben, hat die tatsächlich Schaden gemacht. Traurig. Ich bin enttäuscht. Goodbye, Beast King Fist. Du wirst nie wieder verwendet. Ja, dann kommt seiner Panic Attack. Flymon wieder, das haben wir schon mal gesehen. Die doppelte Silver Claw wird ihn ja ziemlich sicher erledigen. Und dann kannst du einfach Platin Sukamon Twig tappen, du hast Schaden genommen. Scheißer Arm. 61. Zwar nicht super viele, aber hat ja schon Schaden gekriegt. Runstrain. 30, sind wir wieder voll geheilt. Hey, der Brown Stinger. 27 verwirrt? Wait, what? Ich dachte, Brown Stinger ist Vergiftung. Nicht Verwirrung. Das ist jetzt awkward. Okay, haben wir den erledigt. Party time. 25 Schaden. Ja, dann Double Silver Clown wählen, dann sollte der erledigt sein. Du versuchst dich zu heilen. Aber das wird wahrscheinlich nichts mit der Verwirrung. Natürlich ist er als erstes dran. Angry Rock. Ins eigene Gesicht. Also der ist nie als erstes dran, aber kaum ist er verwirrt, zack, ist er als erstes dran. Das ist typisch. 56 Defense. Ach so, deswegen hat er verwirrt. Ah, ja, klar, stimmt ja. Der hat ja Confusion Power von Platin Sukamon gekriegt. Und deswegen hat er vergiftet und verwirrt. Bronzinger hat er vergiftet und mit dem zusätzlichen Confusion Attribut hat er vergiftet und verwirrt gleichzeitig. Okay, das macht Sinn.
Was haben wir Schickes in dieser Kiste? Bumm. 30 Schaden an allen Digimon. Unfreundlich. Und eine Iron Fist rausgekriegt. Nächster Stockwerk bitte. Ist großartig, dass wir gerade erst einen riesen Overhaul unseres Digibeetles gemacht haben. Ah, da ist der Teleporter. Für jede Menge Kohle. Nur um zwei Dungeons später wieder einen kompletten Overhaul kaufen zu können. Designtechnisch ein ziemlicher Arschloch-Move. Kann ich nicht anders sagen. Ja, Weißmagier hat ordentlich was abgekriegt jetzt. Scytherclaw. Und Scytherclaw. Du heilst dich einfach mal freudig. Während die anderen beiden da dieses Nanimon beseitigen. 59. Hier 50. Dieser Arm. 108 Schaden. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Attackt mit seiner Deathclaw. Fokussieren aber auch immer auf das arme Akatorimon. Ich weiß, dass er hier den meisten Schaden in unserer Gruppe nimmt, aber deswegen muss doch trotzdem nicht alles auf ihn gehen. Mein Gott. Alles wieder weggedamaged, was er sich gerade hochgeheilt hat. Größtenteils zumindest. Frechheit. Oh, weiter mit Devimon. Und sicherheitshalber Twig-tappen wir ihn noch, falls er überleben sollte, was er eigentlich nicht sollte, denke ich. Shizzer-Arm. 67. Und mehr Shizzer-Arm. 74. Ah, ist erledigt, okay. Ist nichts mit Twig-Tap. Und haust du wieder auf Akatorimon? Nein, heute mal nicht. Hey, Abwechslung. So, gut, bei Ogremon, Scytherclaw. Scytherclaw. Twig-Tap. Tja. Leider ist er als erstes dran, das heißt, wir machen zwar 22 Suck HP, aber wir kriegen halt auch den Counter ins Gesicht. Akatorimon kann irgendwie nicht gewinnen. Namens Viech. 25. Und Silver Arm. 64. Und der finale Silver Arm. Mit 73 oder so. 69. Na gut. Trotzdem nicht schlecht. Win! Wunderschön. Jetzt noch die Level-Up-Situation. Braucht man ein bisschen. Mit Geld haben wir auch dringend nötig von den Encountern hier. Oh, wir können nicht nach oben. Wir müssen immer weiter Richtung Süden und wir wissen, wo der Teleporter ist. Oh, come on! 2000 Schaden! Magic Missile 4 bekommen. Dass wir noch leben. Das ist der Punkt, wo jede Investition in unseren Panzer plötzlich doch sinnvoll war. Okay, Scytherclaw. Und Feuerblast. Und dann Twig Taps zu mal Devimon. Weil wir uns mit den HP hochhalten wollen. Feuerbraff. Kam nervtötenderweise mal wieder als erster Angriff. Doof, das ist Nanimon, wird wahrscheinlich gar nicht umfallen. Counter! Pummelwag. Aber das heißt doch, dass der Pummelwag nicht auf Akatorimon gehen kann. Viel wert. Brandstrahl. 19. Übersichtlicher Schaden. Ach, come on. Ja, und da geht unsere Hauptdamage-Quelle dahin, ne?
Dann nehmen wir wohl die volle Breitseite der Gegner. Evil Claw. 20, Lower MP. Hm. Jo, dann gehst du mal hier drauf. Und du Fire Blasters und du Trick Taps stattdessen Nanimon. Kannst du aufhören, immer als erstes dran zu sein? Das ist doch schrecklich. Dann machst du wenig Schaden. Weil die Gegner noch keine verringerte Verteidigung haben und so. Feuerbreff. 30, 31, 36. Nanimon lebt. Nervig. Der Encounter läuft nicht so, wie ich mir den vorstelle. Um es freundlich auszudrücken. Nicht, dass wir uns nicht einfach wieder voll heilen können, aber es ist trotzdem nervig. Ich wünsche wirklich einen Körper und hätte einfach eine ordentliche Technik, die alle drei Gegner trifft, die besser ist als Meteorenflügel. Zumindest den sind mal los und sein Angriff ging daneben. Kurz, das ist ja schon mal etwas wert. So, dann Silverclaws, du jetzt Ogremon. Und du erledigst Ogremon und du Fist of Fate ist Nanimon. Damit der Encounter wenigstens vorbei ist. She's an arm. Counter-Attack Pummelwack. Pong. Die heftigen 12 Schaden. Silver Arm. 69. Okay, da ist er down. Und Heaven's Knuckle. 37. Hey, das hat zu lange gedauert. Okay. Wie lange noch bis zum nächsten Level Up? Zu lange, ne? Noch zwei Encounter, dann sind alle ein Level Up. Okay, okay, okay. Ist registriert. So, jetzt geht's erstmal ins nächste Stockwerk. Wir haben keine HP mehr, wir können keine Kiste mehr öffnen. Wir dürfen auch über keinen bunten Boden fahren oder so. Ziemlich übel. Also wenn irgendwo mal ein Raum sein sollte, wo wir gezwungen einen bunten Boden haben, ist einfach instant vorbei. Da haben wir einen Devilmon-Trupp und hier kommen wir nicht durch. Also haben wir hier einen Devilmon-Trupp. Ist dann so. Eis-Devilmon, Devilmon, Hyogamon. Okay, es ist die Truppe von Devilmons. Dann Silverclawn wir doch erstmal als Devimon und Silverclawn als Devimon und Twigtap als Devimon. Silver Arm. Schauen wir mal, ob er die Runde überlebt nach den zwei Silverclaws. Und er steht tatsächlich noch wieder auf. Okay, dann brauchen wir den Brunch Drain. Da steht er aber nicht wieder auf. Gute Nacht. Ice Arrow. Auf M-Kaputerimon. Achso, das Ice Arrow war auf alle. Oh, nerviges Yogamon. Er geht auf unsere MP, was gerade relativ unfreundlich ist. Wir haben nicht mehr so viele MP gerade. Dann Silverclaw erstmal Yogamon. Du ebenfalls. Und dann Branch Drain will ich Yogamon. Dann haben wir nur noch Devilmon da stehen. Dieser Arm. 47. Arm 87. Ja, ne? Und dann vernichten wir ihn mit einem weiteren Branche Drain. Plötzlich ist Akadorimon wieder vollgeheilt. Aber unsere MP gehen uns zur Neige. Yes, klar. Wir müssen danach mal sowieso nur noch einen Encounter schaffen, bis wir wieder Level Up sind.
trotzdem müssen wir für diesen nächsten Encounter, den wir dann noch kriegen werden, ein bisschen MP regenerieren. Wir guarden mal eben zwei Runden. Natürlich jetzt lästig, dass er ausgerechnet Deathclaw macht, was unsere MP wieder reduziert. Du machst mal Hornbuster. Du machst mal Hornbuster. Du machst mal Silverclaw. Du guardest weiter. Caesar Arm. Gut bei Defense. Möchtest du das interrupten? Ja, schon. Hornbuster. 104, ja, der ist down. Tja, dann müssen wir mit unserem leicht MP-dezimierten Team nur noch einen Encounter schaffen. Dann haben wir alle unsere MP zurück. Die Kiste da sieht zwar attraktiv aus, aber ganz ehrlich, nein. Nein, nein, nein und nochmal nein. Definitiv ist never ever. Das ist nicht so gut. Ich könnte mit einer Drill Missile 3 durch. Aber da sind auch normale Eingänge, um reinzukommen. Dann nehmen wir doch lieber den normalen Eingang hier vorne rum. Kommen wir doch bestimmt irgendwie durch. Ja, okay, da haben wir unseren Endcounter, um die MP zu regenerieren, wie es aussieht. Eisdevilmon, Devilmon, Yogamon, lange nicht gesehen. Dann Silverclaw mal Yogamon und Silverclaw mal Yogamon. Und dann Rockfist ist doch einfach mal Yogamon, das müsste auch locker ausreichen, um ihn zu erledigen. Warum bist du jetzt mit Angrock als erstes dran? Das ist doch totaler Quatsch. Ich hoffe mal, es reicht trotzdem. Schöner Arm. 61. Und nochmal Silver Arm. 67. Gut, es reicht trotzdem, er ist down. Er macht eine Water Rape Effect, das ist gar nichts. Aber er dezimiert unsere MP, was doof ist. Deathclaw. Auf den Namen Delfin ist das, der jetzt keine MP mehr. Dann Silverclaws du mal Devilmon, du musst dich vulnerable verteidigen. Und du Fist of Fate ist dann mal mit auf Devilmon drauf. Guard. Dieser Arm. 64. Das will ihn aber wahrscheinlich nicht umhauen, befürchte ich. Ja, 44. Ah, war klar. Oh nein, er hat seine Wasserpower verloren. Nutzlose Technik. Wieder auf den Delfin. Ja, komm hier, Water Breath, kannst deine Wasserpower wieder haben. Die war ja auch so nützlich. Hey, wir haben 3 MP regeneriert. Wow. Dann Silverclaw mal auf Ice Devilmon, du guardest. Und du machst weiter Fist of Fate auf Devilmon, so mal Devilmon los. Wir laufen hier wirklich gerade auf den letzten Zehenspitzen unserer MP. Aber wir kriegen ja gleich alle zurück nach dem Encounter, also sehe ich keinen guten Grund, unsere MP-Discs hier zu verschwenden. 65, Defense down. Icicle Rod. 15 Schaden, ist egal, das ist in uns Single Target. So, jetzt musst du dich verteidigen. Aber du kannst auf Silverclawen und du kannst auf Fist of Fate draufsetzen, dann war's das mit dem Eis-Devimon-Yogamon-Team. Und wir haben endlich wieder unsere Ressourcen zurück. 45. Hotak. Icicle Rotto. 15. Nervig. Caesar Arm. 70. Jo. Erlöscht.
So, Triple Level Up. Frage mich jetzt natürlich, ob Rotmager gerade Maximallevel erreicht hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, er hat noch ein Level. Er hat noch ein Level. Okay. Wir sind noch nicht an die obere Grenze gestoßen. Das ist gut. Und dann haben wir hier den Teleporter ins fünfte Stockwerk. Es geht weiter. Barkemon. Ist das der Olle ein Barkemon-Trupp? Das ist echt der Olle ein Barkemon-Trupp. Der wird nie aufhören, mich zu irritieren, der Ein-Barkemon-Trupp. Ja, du, da haben die doch nur vergessen, zwei weitere Gegner reinzusetzen, oder? Kannst aber geflissentlich gehen. Ich sehe keinen Grund, gegen den Ein-Barkemon-Trupp zu kämpfen gerade. Wieder Devimons, aber das ist doch der Teleporter. Das war ein gutes Stockwerk. Heißt der Weg Yoga. Dann machen wir doch weiter. Mit der vollen Breitseite. Silverclaw, Silverclaw. Ich wünschte, du hättest eine Technik, die alle Gegner trifft. Die Rock Fist haben wir jetzt mal auch schon gereicht. Sparen wir mit unseren MP ein bisschen. Caesar Arm. 47. Wir brauchen all das Geld, das wir kriegen können. Und die Erfahrung natürlich auch. Beides wichtig. 80. Und ein Fels ins Gesicht. 44. Brr. Das ist ein Water Ray. Interessiert exakt niemanden. Und da hat er seine Water Power verloren in der ersten Runde, wo er sie gerade erst gekriegt hat. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ganz ehrlich, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Hier kümmern wir euch hier um den Devimon. Dann haben wir nur noch Eis-Devimon. Und Eis-Devimon kann unsere MP nicht dezimieren. Von daher können wir da vielleicht eine Runde mal kurz guarden. Hey! Guarden, um MP zurückzukriegen. Frechheit. So, willst du Devimon in dieser Runde erledigen? Deathclaw! Akaturimon darf sein. Und er macht weiter seinen super effektiven Water Ray. Gain Water Power. Das hätten wir auch nur getan, wenn er das jetzt nicht gekriegt hätte. Du brauchst gar nicht garden. Du machst ja auch eine Silverclaw, aber auf ihn. Und du guardest, weil Weißmager hier MP verloren hat durch das gegnerische Devimon. Caesar Arm! 92, goodbye. Dann haben wir hier noch den Silver Arm. 51 auf Eis-Devimon. Gibt er sich selber Wassertechnik? Nein, er greift an mit Icicle Shot. Die Gegner haben nicht das gleiche Planungsproblem wie wir, wo wenn sie einen Kollegen assisten wollen, aber der schon stirbt, sie dann nicht assisten dürfen. Und wir garden eben eine volle Runde. Von wegen Ressourcen und so. Damit war da nicht wieder in die Bedrohung vom letzten Mal geraten. Eisige Roll. Jo. Das sieht gut aus. Dann Silverclawen wir ihn. Du guardest und du heilst nochmal eben schnell. Ich selbst, weil irgendwie ist Weißmager ein hartes Fokusziel für die Gegner. Das haben wir eben schon festgestellt. Das machen die schon die ganze Zeit. Attack Mist. Ja. 8 Jahre später werden wir diesen Encounter nochmal beenden. Oh nein, Icicle Rod. Immerhin nicht auf Akatorimon. Das ist nett. Jo, okay. Unser Team ist wieder hochgeheilt, also volle Breitseite. Weg mit dem Eis-Devimon. Gute Voraussetzung fürs nächste Mal. Heaven's Knuckle mal wieder als erstes dran.
und dann ein ziemlich sicher vernichtender Caesar Arm. 95. Ins Gesicht. Goodbye. Win. You. Okay. Da ist der nächste Teleporter aufs sechste Obergeschoss der Diodendomain. Wir haben 100 HP übrig. Egal was passiert, was uns Schaden am Panzer macht, wird uns umbringen. Es wird riskant und gefährlich, schätze ich. Aber wir schauen mal, wie weit wir noch kommen. Vielleicht finden wir endlich mal irgendwo ein Ultra-Level. So langsam sicher dürfen die ja, glaube ich, auftauchen, wenn hier die Hazards schon dermaßen viel stärker sind wie auf dem anderen Kontinent. Wir schauen mal. Erstmal bis zum nächsten Mal. Bis dahin. See ya.